Ein saftiges Granitini hier im Hofgarten. Hofgarten in Toschnee. Noch ein Quappo. 1866. Und direkt noch eins. Danke, Hofgarten. Mein bester Freund. Ein Sichtlos-Pot gibt es hier auch. Ich gehe schnell wieder zurück, da wird mir noch ein Trattini angezeigt. Das Hofgarten echt zu krass, Mann. Das ist das dritte Trattini. Echt zu krass, Mann. Mein Gott. Ich bin back. Bist aber ohne Internet, schau mal an. Pokémon erscheinen gar nicht. Sind nur die weißen Striche. Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Aus dem Hofgarten, von wo auch sonst. Das ist unser Gebiet. Das müssen wir immer abchecken, egal wie schlecht das Nest geworden ist. Rosana ist es gerade. Die wenigsten sind begeistert, aber ich und Tati natürlich auf der Jagd nach der Eismedaille. Ich bin gerade hier, ich warte auf die Jungs. Es kommt Bagesh, Tati und Dimi, alle sind am Start heute. Schauen wir mal, was hier so geht. Oh mein Gott. Tati, was geht? Was geht ab, Mann, Jungs? Alles klar, Hong, was geht ab? Tati. Oh, Tati, gib dein Internet schnell, ich bin end auf den Zug, Mann. Bleib mal ruhig, oder? Das gibt sich doch gar nichts. Außerdem hast du vom Team Dimi mein bester Freund, nicht Tati mein bester Freund. Nein, zuerst Tati. Nein, du hast Dimi. Mach mal echt, Mann, ich bin endtot, Mann. Wie kann es sein, dass Dimi vor mir ist? Die ehemaligen Top 3 sind hier. Die Betonung liegt auf ehemalig. Dimi hat das perfekte Event ausgenutzt, Alter. Wie denn? Wie soll ich es machen? Wie? Aber echt, also wir waren er ist drei Level gestiegen, Mann. Drei Level ist er gestiegen. Alter, wir waren Oberschleißheim. Das war zu krass, der letzte Abend, Alter. Das glaubst du gar nicht. 10 Module und so. Das war aber echt so. Ja, oh mein Gott, das war zu krass, Mann. Das war zu krass. Dieser Typ, dieser Esma Tops, der ist der Wahnsinn, Alter. Wieso, welches Service ist der? 39. Der ist 39,5, Alter. Ich brauch sogar ein Ding, Mann. Ich brauch sogar noch Kampf-Pokémon, Alter. Oh mein Gott. Ich konnte es nicht ausnutzen. Ich hab noch nicht mal einen Glurak, Mann. Ja, dann geh Glumanda. Du kannst an einem Tag ein Ding machen. Ah, hier, Rosana, geil. Läuft schon, Alter. Und Rosana ist der beste Eisangreifer jetzt. Krass, gell? Und Simsala ist der beste Angreifer überhaupt gerade. Ja, höchster TK, das hab ich. Total, Alter. Schau mal, die das hat 1815. Mein Gott. Das erste Rosana. Zweites Rosana wird angezeigt, oder? Einfach direkt. Nein, da gebe ich dir recht. Aber du siehst nicht die anderen Pokémon. Ganz ehrlich. Es kommt aus dem Spot an. Ich brauche halt schon so Dinge. So zum Beispiel, wenn wir Pech haben, zeigt er kein Dratini an. Wenn wir Pech haben. Ja, egal, dann verpassen wir halt ein, zwei Dratini. Was? Drachenmedaille, Alter. Ich finde es so ends geil, ich schwöre. Ja, andersrum suchen, dies, das. Nein, das ist schon okay, da gebe ich dir schon recht. Ich finde es endsaftig. Wir müssen es noch ein bisschen verbessern, Alter. Darüber unterhalten wir uns noch. Ich habe gerade einen Rosan entdeckt mit meinem verrückten GPS. Das wird nicht angezeigt vom neuen Tracking-System. Weil es nicht in der Nähe von irgendeinem Stop ist. Schau mal, ich kann nicht auf Dinge hoffen. Auf dieses Ice-Event kann ich mal nicht hoffen. Weißt du, was ich glaube ich machen, was ich gelesen habe? Die wollen irgendwie das Relaxo öfter spawnen. Wieso Relaxo? Ich weiß es echt nicht. Relaxo ist das einzige krasse, wovon man am wenigsten Momox hat. Das ist so. Relaxo und Lapras. Aber ich glaube nicht, dass ich meine... Weißt du, es gibt so zwei Eis-Pokémon. Nein, aber drei. Die sind weihnachtlich, Muschas und so. Europe. Ja, ja so eismäßig, aber die musst du ja entwickeln, Alter. Die musst du noch entwickeln dann. Verstehst du? Die vielleicht Ding einführen. Drittes Rosana. Zum Ding. Alles klar. Dass sie zum Eis-Event Pichu einführen. Leider nicht, Tati. Also Tati leidet richtig hart. Er muss sich entscheiden zwischen Rosana Eismedaille und Pikachu. Pikachu-Medaille, ich mache einfach beides. Pikachu mache ich schon, habe ich ja gesagt. Wo ist das Pikachu-Teil? Warte, die Jungs suchen noch das zweite. Ich habe das vierte jetzt gefunden. Das wird auch nicht angezeigt vom Tracker. Ja, da wo das Gion immer war, an der Seite halt. Hier oder was? Ja, so Seite. Genau da wo das Gion immer war. Das habe ich doch schon vorhin gefangen, Alter. Ja, woher soll ich das wissen? Ich habe doch gesagt, dass ich woher komme, da wären. Da ist noch ein Rosana in der Mitte. Noch eins in der Mitte und noch eins am Rand. Das in der Mitte ist weg. Nein, bei mir zeigt das an. Du bist Platz Nummer 3, Mann. Wieso bist du als Letzter da? Recht, ich wollte das Badisch für dich selber dritter wird, oder? Oh mein Gott. Es ist zu dunkel geworden. Wie geht's, Mann? War schon. Achso, Kopfhörer. Du Ohrenschützer, Alter. Ja, die machen halt noch warm.
zu Rosana da. Warte mal. Gehen wir zu Rosana. Ja. Oh mein Gott, tot. Okay, ich habe noch ein fünftes Rosana entdeckt. Wieder nicht angezeigt beim Tracker. Bisher 2 Punkte für den Tracker, 3 Punkte für Nicht-Tracker. Rosana Nummer 6. Ich mach nur Rosana Nummer 7. Ja, ja, Eismedaille und Pikachu. Ja. Ich muss halt noch einmal Feuer machen, aber. Ja, und wenn ich halt, wenn ich Zeit habe, gehe ich auch Glumanda halt. Für Bonbons immer gut, Mann. Ich habe noch einen 96er Glumanda, vielleicht kriege ich da Ding. Flügelschlag. Wobei, es kommen eh bald TMs, Mann. Ich wette mit euch. Warum? Flügelschlag gab es nicht als TM. Das gab es noch nie. Das werden sie alles. Also, wenn sie das vom Spiel übernehmen, gab es. Alter, wenn Tati es sagt, dann kommt es als TM, Mann. Wer zu sehen, Alter? Was ist denn jetzt hier los, Tati, so, ich hab Niantic hoch, Alter. Nein, Tati schreibt ihm bestimmt so Briefe und so. Ja, Mann. Okay. Ja, hallo, hier ist Tati, euer bester Kunde. Ja. Ich habe einen Wunsch. Ich habe zwar 3 Kinder, aber ich investiere in Tati noch nicht. Nein, glaub mir, Tati hat so oft was gesagt und es dann passiert, man, das ist zu krass. Ja. Die TMs habe ich aber gesagt, eventuell, dass sie kommen. Das war meine Spekulation. Ja, das wäre logisch. Aber das hast du irgendwo gelesen. Nein. Wurde. Nein, wurde. Du kommst nicht drauf, einfach zu TMs. Natürlich bin ich drauf gekommen. Nein, ich spiele schon vor dir, Alter. Pokémon und Pokémon Go ist nicht ein und dieselbe Ding, weißt schon, oder? Ja, aber es wäre halt logisch. Ja, wäre so. Es logisch, wenn sie dasselbe übernehmen wie ich. Das ist ernst gute Geldmacherei, Mann. Das ist ernst. Wenn jemand ein perfektes Pokémon hat, er will es sich wegschmeißen, ja, weil es so schade ist. Deshalb habe ich ja gesagt, vielleicht werden sie dann auch alle Attacken als TM machen. Ja, oh mein Gott. Was hat dein Enteron gekriegt? Konfusion und Hydro-Pumpe. Endschlecht. Kannst du gleich. Wieso zum Deffen? Endschlecht. Wieso zum Deffen? Antwortkarte. Wir gehen mal Richtung Englischer Garten. Da sollen angeblich Jugobs sein. Schauen wir mal, ob die Jugobs die Mankeys ersetzt haben. Wenn ja, dann wäre es nicht so schlecht. Ein Jugob. Ein Jugob ist ein 13. Eismedaille. Ja, aber ganz ehrlich, für Eismedaille nur Rosana gerade, Mann. Noch ein Rosana. Wieder nicht bei Tracking angezeigt. Was da los hat, die? Tracking ist echt, ich weiß nicht. Es ist nicht schlecht, aber es ist. Es zeigt dir nicht das andere an. Was aber auch wichtig ist. Finde ich jetzt. Ja, er zeigt dir vielleicht in einem höheren, mehr, also in einem weiteren Umkreis die Pokestops an. Ja? Und zeigt dir auch, was in der Nähe von dem Pokestop ist, also die ganzen, die auf dem Tracking-System sind. Aber alles, was neben mir spawnt, nicht an einem Punkt, also nicht an einem Stop, zeigt dir mir gar nicht. Ja? Das ist halt die Frage, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen jetzt davor rüber, da zwischen dem Eingang zum Finanzgarten, da wo Pinsir davor war, ist jetzt Electek, der hat ihn ersetzt. Die Jungs streiten sich um Defense, ATK, dies, das. Ich sage dir nur, was bringt mir dann zum Beispiel, ob ich jetzt meinen. Ich sag nur, das ist alles Zeitverschwendung. Sammelt eure Pokémon, sammelt eure Medaillen. Was bringt mir dann zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Rosana mit drittbesten Def in die Arena stelle oder mit dem besten Def? Bringt mir noch gar nichts. Ich setze hier rein. Fahr weiter, mach die nächste Arena, hol mir meine Münzen. Ja, dann haben wir doch recht, Mann. Du machst am anderen. Darüber haben wir doch gar nicht geredet. Du machst am anderen mehr Schaden, darum geht es, Mann. Aber wen juckt dieser Schaden? Das sagen wir zwei. Mich juckt es, weil ich will dafür sorgen, dass der andere, wenn er schon meine Arena zerstört, dass es so schwierig, dass es so schwierig möglich hat. Das ist doch. Also, das ist echt für mich. Das ist echt für mich auch echt, vollkommen echt, irrelevant, also Mann. Völlig irrelevant. Wichtig. Echt irrelevant, Mann. Für mich ist es endhart wichtig. Ja, also für mich ist es nicht wichtig, ob ich einen Teil. Wenn er mich schon kaputt macht, soll er leiden und kaputt machen. Er soll so viel Tränke wie möglich verschwenden. Ja, genau, so sehe ich es auch. Als ob die Tränke Geld kosten. Kann, ey, nicht jeder investiert 1000 Euro wie du, Tati, Alter. Die Tränke gibt es an einem Pokestop, du Idiot. Ja, aber nicht jeder hat Beutel wie du. Hat jeder 1000 Items? Oh nein. Mein also Gott, die Spannung. Wenn ich jetzt 10 Tränke ist, wie nennt man das? Ja. Gehe ich an den nächsten 2 Stops, gehe ich auch wieder Tränke. Glaub mir, ich meine, es ist sehr angespannt. Wenn du 30 Tränke tragen kannst. Wir sind sehr competitive. Ist der Unterschied zwischen 10 und 5? Wenn du 30 Tränke tragen kannst. Warte, wenn du nur 30... Du redest gerade, als wenn wir vom Anfang des Spiels. Ja, ich sehe. Aber wir reden doch über Psycho und Tai. Nein, ihr sagt, die ist doch ganze Zeit, boah, die hat krasse Attacken zum Deffen. Ist doch völlig scheißegal. Ist nicht wichtig. Ach so, wegen Blutdrachenklaue. Also ich find's nicht wirklich. Nein, wir reden allgemein vom Deffen. Er meint halt, es macht für ihn keinen Unterschied, was er angreift. Nein, es macht für mich keinen Unterschied, was ich in einer Arena stelle, ob ich jetzt die beste Deff-Attacke hatte oder nicht. Auch wenn ich's reintue mit besten Deff, ich fühle mich endwohl. Jugob da. Da ist eigentlich immer ein Menki oder so.
Zwei Jugobs, also genau da, wo Menki war. Ja, wir fahren ja also gerade. Sieht schon so aus, als hätte Jugob Menki ersetzt. Ja, wir sind ja immer bis hierher gekommen, ja, genau. Und immer an derselben Stelle waren auch zwei bis drei Menkis und jetzt genauso zwei Jugobs. Aber auch hartnäckig, der Jugob war da. Problem ist halt, es ist halt nur ein 13. einer Eismedaille, also. Ja. Man kann halt vorbeischauen, wenn die Gosanas gerade schlafen. Ja. Schaut man schnell kurz hier vorbei. Runde Rosana, ja, genau. Ja. Hoffentlich spawnen dann wieder 7, 8, dann ist es optimal eigentlich. Ja. Auf dem Weg über die Straße, ihr kennt unsere Route. Da drüben sind halt die Jugobs, die haben Menki ersetzt. Und es gibt jetzt auch noch einen Vulkanospot auf der anderen Seite. Also Hofgarten nochmal verbessert, echt krass. Aus dem und dem noch ein Gosana. Gosana geht schon ab. Haitara, ja. Echt jetzt? Weiteres Gosana. Mit so viel KP, oder ja, was? Die neue Formel. Noch ein Gosana, also Gosana geht ab. Aber nicht angezeigt. Obwohl es neben einem Stop ist, also der müsste eigentlich angezeigt werden. Das war's vom Hofgarten für heute. Ja, Mann. Wir haben viele Gosanas gefangen. Ja, 10 Stück knapp. Ja, glaube ich auch. Mich seht ihr hier am Dienstag wieder nach der Uni. Mich seht ihr so oft ich kann. Bis ich die Eismedaille voll habe. Für mich ist Hofgarten leider uninteressant. Es gibt keine Arenen hier. Ja, du bist ja nicht Medaillenjäger, oder? Ja, Mann. Also bist du eigentlich Platz 5 oder so? Und Berechnung. Mich trifft das nicht, aber ich bin weit vor Badisch. Tati fährt jetzt zu Hause. Und wie oft sehen wir Badisch vielleicht noch? Ja, ich drehe noch eine Runde. Ja, Mandan ist bin ich jetzt. Ja. Warte, morgen. Badisch, wie ist dein Internet so? Also ich fahre jetzt nicht so gut. Zum Blumandanest. Die zwei, da können mir folgen, wenn sie wollen. Wenn nicht, ist mir auch egal. Oh mein Gott, ein Team voller Einzelgänger, Mann. Sonst mache ich jetzt die Medaille hoffentlich heute noch voll. Echt jetzt? Wie viel brauchst du noch? 60. Heute? Ich bleib bis 24 Uhr, Mann. Echt, bis die letzte U-Bahn fährt. Nach Hause. Gut, so lange bleibe ich, so lang bleib ich, bis sich alle gemacht haben. Oder du musst ja Ding Zeit aufholen für ja. Pikachu. Dann. Ich brauche jede Zeit für Pikachu, Mann. Boah, ich will auch dabei sein. Pikachu, echt, Jimmy, wir müssen echt Pikachu machen. Ja, geh mal. Für mich ist nur die Medaille wichtig. Ich habe das nicht so gemacht. Ich habe wirklich ehrlich gekämpft, Alter. Wieso hast du doch auch gekämpft? Okay, aber für Medaille hat das so gemacht. Es ist ja nicht unehrlich, aber er hat es nur für die Medaille gemacht. Ja. Ja, komm, geh mal. Ja, geh mal. Ja, viel Spaß, Jungs. Keine Angst, Ati, ich überhole dich heute noch nicht, oder? In deinem Leben nicht, oder? Ich schon getroffen. Nee, in deinem Leben nicht überholen. Nach dem, was ich heute so gehört habe, sicher nicht mehr. Aber echt, Timmy macht aber echt, will Tati Konkurrenz machen. Er will. Da muss er aber noch ein paar Schritte. Tati, keine Angst, Alter. Der Endgegner ist Hong. Er wartet schon. Die Welt von Final Fantasy, sie wartet jetzt auf Tati, Alter, Mann. Glaub mir, da musst du nicht mehr rauskommen. Ich schaff beides, oder? Ich bin ja nicht so wie ihr. Ich schaff sogar mehrere Sachen auf einmal. Oh mein Gott, Mann. Geh mal. Das war's wieder von uns und dem Hofgarten. Gosana ist für viele vielleicht nicht so interessant, aber ihr habt's gesehen. Hofgarten richtig krass, der hat echt eine Menge zu bieten. Tratinis kommen regelmäßig. Sichler Spot hat's jetzt. Electric Spot. Shigis kommen auch regelmäßig. Jugob, Gosana, wie man's braucht. Viele Stops, viele kleine Viecher. Und jetzt habe ich noch eine Entwicklung für euch. Normalerweise immer Ding. Das Nest-Pokémon, aber. Gosana hat noch keine Entwicklung. Jugob, ein 13. einer Eismedaille, also ein, zwei kann man schon fangen, während man auf der Medaillenjagd ist mit Gosana. Ansonsten war es das schon wieder. Schaut auch Hofgarten vorbei, wir werden da ab und zu vorbeischauen. Und vergesst nicht, liken, subscriben, kommentieren, checkt uns gerne Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon is serious business.